Hallo, ihr habt euch wahrscheinlich schon oft gefragt, was für ein Figurtyp ihr seid. Und genau darum soll es heute gehen. Diese fünf werde ich euch heute erläutern und zu meinem Figurtyp dann nochmal ein paar Styling-Tipps geben. Die einzelnen Figurtypen werden normalerweise mit Buchstaben bezeichnet und der erste Figurtyp ist ein X. Ihr könnt euch wahrscheinlich schon vorstellen, wer unter diesem Figurtyp fällt. Und zwar sind es meistens kurvige Leute, das heißt eine breitere Schulter, natürlich auch einen Busen oben, das heißt eine breite Brust und natürlich auch eine ausgeprägte Hüfte. Was bei diesem Figurtyp besonders ausgeprägt ist, ist die Taille, das heißt sehr schmal und schlank. Man bezeichnet diesen Typ auch oftmals als 90-60-90, also Model. Der zweite Figurtyp ist das O und dieser wird auch oft als Apfelform bezeichnet und in der Gesellschaft wird das meistens einfach als mollig angesehen. Das heißt, man hat ein bisschen Bauch und alles ist ein bisschen undetaillierter. Dennoch kann man auch da seine Vorzüge betonen. Den dritten Typ, den ich euch vorstelle, ist das H und zwar wird dieser oftmals auch als der Sportliche bezeichnet. Wenn du auch dazu gehörst, dann hast du wahrscheinlich gleich breite Schultern und Hüften und eine Taille, die nicht sehr stark betont ist, das heißt einen sehr geradlinigen Körperverlauf im Gegensatz zum X. Der vorletzte Figurentyp, und zwar der vierte Figurentyp, den ich euch vorstelle, ist die V-Form und diese ist wirklich selten bei Frauen anzutreffen. Das heißt, man hat schmale Hüften und wirklich breitere Schultern und das passiert oft, wenn ihr wirklich sehr, sehr viel im Oberkörper trainiert, das heißt, zum Beispiel Schwimmerin seid, da trifft man es häufig an, dass die Schultern einfach wirklich sehr stark ausgeprägt sind. Der letzte Figurentyp, zu denen auch ich gehöre, ist die A-Form bzw. Dreiecks- oder auch Birnenform. Und da ist es wirklich so, dass man etwas schmalere Schultern hat. Das heißt, der Oberkörper ist um einiges schmaler und die Hüften sind breiter. Das werdet ihr jetzt auch nochmal sehen, wenn ich den Pulli hebe, weil der kaschiert nämlich recht gut. Mein Freund sagt immer dazu gebärfreudiges Becken, was ich natürlich sehr, sehr lustig finde, muss ich sagen. Ironie. Wenn ihr also dazugehört, so wie ich auch, solltet ihr euch das Video auf jeden Fall noch weiterhin anschauen. Und zwar werde ich euch jetzt ein paar Styling-Tipps, wie ihr das Ganze kaschieren könnt. Bei den anderen muss ich leider sagen, tut mir leid, da ich selbst nicht Erfahrung dazu habe, will ich auch nicht großartig euch Tipps und Tricks geben, da ich ja nicht weiß, ob das wirklich stimmt. Ich hoffe, das könnt ihr verstehen. Kommen wir nun zu den Farben. Und zwar gelten hier natürlich die klassischen Regeln, das heißt, weiß macht breit und schwarz macht schlank. Aus diesem Grund lautet eine ganz einfache Grundregel, meistens dann lieber hellere Sachen oben verwenden und als Hosen dann lieber dunklere benutzen. Im Folgenden werde ich euch nochmal ein paar Beispiele zeigen und die auch vergleichen zeigen, sodass ihr dann nochmal genau erkennt, was für eine Wirkung die Farben haben. Und zwar habe ich hier erstmal eine helle Hose und ein schwarzes, enges Oberteil. Wie ihr merkt, ist es für meine Figur ziemlich unvorteilhaft. Und jetzt werdet ihr nochmal im Vergleich sehen, wie das Ganze aussieht. Und zwar würde ich euch empfehlen, wenn ihr schon ein dunkles Oberteil anzieht, das heißt ein schwarzes, kein enges anzuziehen, sondern ein lockeres. Ich denke, durch den Vergleich hier wird auch deutlich erkennbar, dass ich um einiges proportionaler wirke auf der linken Seite. Jetzt nochmal die Kombi helles Oberteil und helle Jeans. Hier seht ihr, dass ich wirklich allgemein um einiges breiter wirke, das heißt auch an der Schulter, aber durch das Peplum-Oberteil, auch an der Hüfte. Und genau das ist es. Wenn ihr so Peplum-Oberteile anzieht, solltet ihr wirklich darauf verzichten, noch eine helle Hose drunter anzuziehen. Da solltet ihr wirklich versuchen, wenigstens noch eine schwarze anzuziehen. Im Vergleich wird es auch eben gerade auf jeden Fall nochmal deutlich, dass das tatsächlich einen Unterschied macht. Nicht, dass ihr denkt, dass ich jetzt ein bisschen dumm schwätze. Ich mache jetzt mit euch nochmal einen Hosenformvergleich und zwar sehen wir jetzt erstmal die Röhre, die eigentlich für unsere Figur nicht so gedacht ist. Trotzdessen finde ich sie nicht so schlimm, man sieht aber, dass die Gerade eindeutig die breitere Hüfte etwas kaschiert. Und dann sehen wir jetzt nochmal im Vergleich dazu die Chinohose, die eigentlich für uns tatsächlich nicht unbedingt gedacht ist, da sie halt etwas sackförmig an der Hüfte ist. Und wenn ihr das dann auch noch mit einem engen Oberteil kombiniert, nicht gut. Aber da ich Chinohosen ganz gerne trage, habe ich natürlich auch noch einen Tipp für euch, damit ihr das verhindern könnt. Und zwar trage ich sehr gerne erstmal High Heels dazu, weil natürlich das Bein gestreckt wird. Und noch einen Blazer. Da ist es besonders cool, dass bei einem kurzgeschnittenen Blazer, das ist nämlich auch wichtig, wenn er lang geschnitten ist, kann es sein, dass er an der Hüfte absteht und somit eure Hüfte dann automatisch wiederum breiter wird, was wir ja nicht wollen. Bei einem Blazer habt ihr halt einfach meistens leichte Schulterpolster drin und das lässt eure Schultern dann letztendlich
genauso breit wie eure Hüften wirken. Und wenn ihr dann den Blazer genauso wie hier gleich zumacht, habt ihr sogar den Effekt, dass eure Taille betont wird, eure Schultern betont werden und eure Hüfte. Das heißt, ihr habt eine leichte X-Form. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesen kleinen Tipps ein bisschen durch euer Klamottenchaos helfen. Und mich würde es natürlich super interessieren, was ihr so für Tipps habt, beziehungsweise was ihr so für Figuren habt. Schreibt es doch gerne unten in die Kommentarbox. Und wenn ihr noch mehr Tipps für mich habt, könnt ihr das natürlich auch gerne runterschreiben. Und ansonsten sehen wir uns bei meinem nächsten Video und zwar am Montag. Tschüss! Unten verlinke ich euch natürlich noch das letzte Video. Und wenn ihr mir Feedback geben wollt, dann über die sozialen Netzwerke oder unten auf YouTube.